Diese Geschichte nimmt uns mit zu den wohl spektakulärsten antiken Städten und Landschaften des Orients. Es ist die Geschichte einer Biografie, die ihresgleichen sucht. Seit 200 Jahren ist er tot, aber nicht vergessen. Johann Ludwig Burckhardt, der zu Scheich Ibrahim wurde. Ich sehe ihn als einen der Großen in der Geschichte der Vermittler. Er versuchte, sich wirklich in die andere Kultur hineinzuleben. Mehr als andere, vorbehaltlos. Und er hat seine Identität total aufgegeben. Er ist im Grunde in diesem Sinne eigentlich Nobelpreisverdächtig. Also er hat etwas, sein Leben, seine Aufgabe und seiner Wissenschaft gewidmet. Ich glaube, das beeindruckt uns heute noch. Und natürlich war er ein Abenteurer. Er hat Dinge gesehen, die gewissermaßen so nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Er hat so viele Eigenschaften erfolgreich angenommen. Das ist sehr beeindruckend. Aber was wollte er wirklich? Wir werden ihn nie richtig kennen. Zu Ehren von Scheich Ibrahim findet ein internationaler Kongress statt. Seine Büste wird auf einen neuen Sockel gehoben. Ehre, wem Ehre gebührt. Wer ist dieser Mann, der noch heute bewegt? Was können wir von ihm lernen? Unsere Spurensuche beginnt in Basel. Es wird eine Reise, die uns bereichert. Eigentlich hätte das Leben des Johann Ludwig Burckhardt ganz anders verlaufen sollen. Statt Forschungsreisender soll er Diplomat werden. Oder Kaufmann, wie sein Vater. Dieser Johann Rudolf Burckhardt gehört Ende des 18. Jahrhunderts zu den reichsten Schweizern. Er lässt das Haus zum Kirschgarten bauen. Ein herrschaftliches Palais, in dem die noble Gesellschaft ein- und ausgeht. Auch ein gewisser Johann Wolfgang von Goethe ist hier mehrmals zu Besuch. Es ist ein weltoffenes, aber konservatives Elternhaus. Und autoritär. Vor allem der Vater soll sehr streng gewesen sein. Johann Ludwig respektiert ihn. Und er liebt seine Mutter. Von ihr ist kein Bildnis erhalten. Dafür ihr Zimmer mit dem Kinderbettchen von Johann Ludwig. Der junge Mann will raus in die Welt. Bei aller Weltoffenheit ist es ihm zu eng im beschaulichen Basel. Nach dem Studium der Philosophie, Geschichte und Rechtswissenschaften in Deutschland kommt er 1806 in London an. Hier will er Karriere machen. Von London aus wird damals ein Weltreich regiert. Die Stadt boomt. Aber auf den jungen Schweizer hat sie nicht gewartet. Vorerst. Zeichnungen und Gemälde aus jener Zeit sind rar. Trotzdem können wir uns ein recht gutes Bild machen von Burckhardt. Dank seiner zahlreichen Berichte und Briefe. Liebe Eltern, erinnert ihr euch noch? Als ich hier in London vor über 2 Jahren als Fremder ankam, war ich in ständiger Ungewissheit über mein Schicksal. Angewiesen auf eure Geldunterstützung und immer in der Hoffnung, jemandes Gunst zu erwerben, um eine Anstellung zu erhalten. Ohne jeden Erfolg. Dass ich gar über Tage hinweg darben musste, verschwieg ich euch damals, um euch nicht zu beunruhigen. Wie bin ich froh, dass sich mein Schicksal nun so hoffnungsvoll verändert hat. Ich habe die Verbindung mit der African Association aufgenommen, in der Absicht, meine Dienste als Entdeckungsreisender in den nördlichen Teil von Afrika anzubieten. Seither hat sich alles gewandelt. Ich habe in Cambridge studiert,
Arabisch gelernt und viel über die Sitten der Länder gelesen. Ich habe mir Rezepte für eine Hausapotheke angeeignet und Medizin studiert. Außerdem einige astronomische Kenntnisse erworben, die mir auf meiner Reise von Nutzen sein werden. Ich halte eine strenge Diät, eine simple Gemüsekost, die mir erlaubt, mit verdünntem Blute dereinst die Hitze der Wüste leichter ertragen zu können. Um mich so viel wie möglich abzuhärten, schlafe ich schon hier in England auf dem Boden, bloß in eine Decke gehüllt. Ich weiß, liebe Eltern, euch schweben nun all die Gefahren der Wüste vor Augen. Aber ich bitte euch, dass ihr die augenblicklichen Empfindungen eures liebevollen Herzens unterdrückt, um mein Vorhaben billigen zu können. Erhält nicht das Leben dann erst Wert, wenn man es nützlich anwendet? Ich stehe nun im Begriff, nach Malta abzusegeln, bin getrosten Mutes und furchtlos. Möge die Vorsehung mir einst das Glück wieder gönnen, euch zu umarmen. Gehabt euch wohl und vergesset nicht euren euch aufs kindlichste liebenden Johann Ludwig. Cambridge, die schmucke Universitätsstadt nordwestlich von London. Als Burkhardt hier studiert und sich auf das mörderische Abenteuer vorbereitet, kann er nicht ahnen, dass er zu einem der größten Entdecker des 19. Jahrhunderts werden wird. Hier treffen wir Jan Loeb, einen Schweizer Historiker, der in Kent lehrt. Er schreibt gerade an einem Buch über Orientreisende. Im Zentrum des Buches Johann Ludwig Burkhardt. In der altehrwürdigen Bibliothek von Cambridge ist ein Teil von Burkhardts reichem Vermächtnis aufbewahrt. Ein fantastischer Schatz für einen Historiker. Ah ja, hier sind natürlich all die Briefe. Genau, hier sind all diese, genau. Man kann hier sich ein gutes Bild machen über seine Vorbereitung und mit diesen ganz vielen arabischen Briefen, die hier liegen, von denen man nicht genau weiß, woher, was die genau sind. Also einige Passports, Empfehlungsschreiben, Verträge, die eingegangen ist. Also das ist Material, das noch niemand angeschaut hat, glaube ich, und das man wirklich unbedingt mal auswerten müsste. Vom Historiker möchten wir wissen, wer diese African Association war, von der Burkhardt seinen Auftrag bekommen hat. Wo die African Association gegründet worden ist, hat sie... Als die African Association gegründet wurde, verkündete sie explizit ein aufgeklärtes Ziel. Wir wollen Afrika erkunden, den letzten Kontinent, die letzte Gegend, die man noch nicht kennt. Das Ziel war, die großen Wasserwege in Afrika zu kartografieren und zu erforschen. So einfach das klingt, so gefährlich ist dieser Auftrag. Im Grunde ein Himmelfahrtskommando. Bereits vor Burkhardt waren einige junge Männer für die African Association unterwegs mit demselben Auftrag. Allesamt scheiterten und bezahlten mit ihrem Leben. Die African Association hat keine guten Erfahrungen damit gemacht, dass sie ihre Entdecker nicht so gut ausgebildet haben. Ich vermute, dass die African Association zu dem Schluss gekommen ist, auf die persönliche Sicherheit ihrer Entdecker zu setzen und sie gut in allen nötigen Disziplinen auszubilden. Das war ja wahrscheinlich auch Teil seiner Vorbereitung, so diese zu lernen, Skizzen anzufertigen und Zeichnungen zu machen, Illustrationen zu machen. Die hatten ja konnten ja kein iPhone mittragen. Da gab es noch nicht mal Kameras zu der Zeit. Nee, gab nicht mal Kameras zu der Zeit, genau. Uns beeindruckt, wie akribisch Burkhardt vorgeht. Er muss gespürt haben, dass dieser Auftrag mehr erfordert als Ehrgeiz und Grundkenntnisse der arabischen Sprache. Entlang der engen Gänge der berühmten Bibliothek finden wir im hintersten Winkel eine Frau, die sich intensiv mit Burkhardt auseinandergesetzt hat und nachhaltig von ihm beeindruckt ist. Catherine Ensorge, die ehemalige Leiterin der Nahostabteilung. Vor allem seine Reisestrategie hat es ihr angetan. Well, he was quite a chameleon, wasn't he? Nun, er war ein Chamäleon, nicht? Er war so facettenreich.
Er hatte die Fähigkeit, in verschiedene Gesellschaften einzutauchen und Persönlichkeiten anzunehmen. Hier Student in Cambridge, dort Entdecker, getarnt bei den Beduinen und dann als Pilger in Mekka. Er hat so viele Eigenschaften sehr erfolgreich angenommen. Das ist sehr beeindruckend. Burkhards Plan, er will mit neuer Identität neue Wege gehen. Nicht wie seine Vorgänger direkt nach Afrika, sondern via Malta und Syrien nach Kairo, um von dort mit einer Karawane nach Timbuktu vorzustoßen. Die Seemacht England dürstet nach den Schätzen des schwarzen Kontinents. Viel ist geschehen, liebe Eltern, seit ich das letzte Mal von euch hörte. Ich hielt mich ein halbes Jahr auf Malta auf. Dort ließ ich meine wahre Identität zurück und machte mich als Ibrahim ibn Abdullah, indischer Kaufmann mohammedanischer Religion, auf den Weg nach Syrien. Als Moslem hoffe ich, tiefer in die Gesellschaft einzutauchen, wobei die indische Nationalität meine Unvollkommenheit in Sprache und Sitten entschuldigen wird. An Bord wurden mir zahllose Fragen zu Indien gestellt. Wenn man von mir eine Probe der Hindusprache verlangte, antwortete ich im unverständlichsten Dialekt des Schweizerdeutschen, das in seinen Kehllauten mit dem Arabischen rivalisieren kann. Hoffentlich rund kein schlechtes Wetter, das wäre eine Katastrophe. So habe ich diese heikle Probe bestanden. Mit einer Karawane langte ich im Juli sicher in Aleppo an und tauchte unerkannt im Gewühl der Straßen unter. Inzwischen habe ich ein eigenes kleines Häuschen gemietet. Ob ihr mich noch kennen würdet? Auf den Knien auf einem Teppich sitzend, eine Wasserpfeife in der Hand, in weiter türkischer Kleidung, mit respektablem Barte, auf meinem Schoße Manuskripte und Wörterbücher. Zum Glück habe ich keinen Spiegel, sonst würde ich wohl selbst über mich lächeln. Für die Abende habe ich mir eine Beschäftigung gesucht. Ich übertrage die Geschichte des Robinson Crusoe ins Arabische. Mein Wortschatz wird so von Tag zu Tag besser. Teure Eltern, seid gewiss, so verändert mein Äußeres auch ist. Meine innigste Liebe zu euch hat nie aufgehört und wird nie aufhören, mich zu durchdringen. Auf unserer Spurensuche müssen wir einen Umweg einbauen. Statt ins kriegsgebeutelte Aleppo reisen wir in ein anderes islamisches Land. Nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. An der New York University von Abu Dhabi macht Jan Loeb ein Gastsemester und nutzt den Aufenthalt im arabischen Raum für Recherchen zu seinem Buch. Der Alltag eines Forschers hier sieht anders aus als zu Burkhards Zeiten. Kontakt mit Einheimischen hat Loeb kaum. Und von den 50 Grad draußen bekommt er in den klimatisierten Räumen nichts mit. Ein Hauptaugenmerk legt Loeb auf den Identitätswechsel von Johann Ludwig Burkhard zu Scheich Ibrahim. Die Verwandlung, um leichter durch den Orient reisen zu können. Das ist ein Buch von James Silk Buckingham, Travels Among the Arab Tribes. Buckingham ist ein gutes Beispiel dafür, dass Burkhard nicht nur Freunde hatte. Die zwei mochten einander überhaupt nicht. Sie sind zwar zusammen gereist, bekamen aber Streit. Buckingham hat dann Geschichten über Burkhard erzählt, dass er sich nicht so problemlos unter den Arabern und Einheimischen bewegt, wie er vorgebe. Dass jeder nach zwei Sätzen Arabisch gemerkt habe, du bist nicht einer von uns. Das sei für Einheimische sehr schnell klar gewesen. Burkhard hat nie behauptet, er sei Araber. Er musste sich, wie die meisten, eine sehr komplexe Biografie und Identität zulegen, um seinen Akzent zu erklären. Er hat es eben damit erklärt, dass er indischer Abstammung sei. Für Loeb ist klar, diese Tarnung war weit mehr als Dünkel oder bloßer Schutz vor Überfällen. Scheich Ibrahim habe eine Forschungsmethode gefunden, um näher an die Bevölkerung heranzukommen, um präziser zu arbeiten.
Das merke er immer wieder bei der Auswertung seiner Berichte, die er als Kopien aus Cambridge mitgebracht hat. Wenn man ihm folgt, hat er so sehr detailliert die... Er gibt immer wieder sehr detaillierte Beschreibungen seiner Ausflüge. Man kann ihm fast Stunde für Stunde folgen, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Und er beschreibt jedes Dorf sehr genau. Von der Zusammensetzung, den Konflikten zwischen den Familien und so weiter. Das sind für uns Historiker natürlich extrem wertvolle Bilder dieser Gegend zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Mit diesen Bildern arbeitet auch die Hamburger Ethnologin Leila Prager, die in Abu Dhabi forscht. Sie kennt Burkhard-Schriften zu den Beduinen und hält sie noch heute für wichtig. Sie nimmt uns mit ins Stadtzentrum, an einen Ort, der nur möglich ist dank der Beschreibungen von Orientreisenden wie Scheich Ibrahim. Das Heritage Village ist ein Freilichtmuseum, in dem die moderne Stadtbevölkerung lernt, wie ihre Vorfahren gelebt haben. Du kannst wahrscheinlich sehen, wie Burkhard in dem Zelt gesessen hat und nachvollziehen, wie das gewesen ist. Das können wir gleich mal machen. Genau. Man sieht hier ein typisches Beduinenhaus. Ja. Mit diesem Beit al-Shah nennen sich das. Das sind auf Arabisch Haus aus Haaren. Ja. So wie Burkhard das gemacht hat, mit den Leuten zu leben. Und wirklich auch zu spüren und zu erleben, wie hart, entbehrungsreich, aber auch wie schön dieses Leben war oder diese Religion auch war. So, und Burkhard ist dafür ein schönes Beispiel, glaube ich. Genau, es gibt ja auch Orientalisten, die eigentlich nie in Kontakt waren mit Menschen hier, die vor allem von anderen Personen abgeschrieben haben, gewisserweise. Genau. Und das sind auch nicht die Texte, die übersetzt werden. Werte Eltern, immer tiefer tauche ich in die fremde Welt ein. Vor ein paar Monaten verweilte ich für 2 Wochen in der syrischen Wüste bei den Beduinen. Ich gab mich als Medizinmann aus, der auf der Suche nach Kräutern ist, und wurde als solcher freundlich in ihren Zelten aufgenommen. Eine Ziege wurde für mich geschlachtet, und nach Brauch der Beduinen verzehrte ich das Fleisch mit den Männern, während die Frauen sich mit den Ohren und Füßen begnügen mussten. Überhaupt genießen die Männer hier sehr viele Privilegien. Sie verbringen den Tag mit Reiten, Spielen und Kaffee trinken, während die Frauen sich um die Kinder, die Tiere und den ganzen Haushalt sorgen. Die Beduinenweiber sind meist von kleiner Statur, schön und schlank gewachsen und ausgezeichnet durch ihren eleganten Gang. Obgleich die Weiber sich nicht verschleiern, so waltet doch größte Eifersucht und Wachsamkeit über ihre Sitten und der leiseste Fehltritt wird mit dem Tode bestraft. Auch darf ein Mann seine Frau jederzeit verstoßen. Er gibt ihr dann ein Kamel und schickt sie damit zurück in die Wüste zu ihrer Familie. Stellt euch vor, liebe Eltern, ich habe dort Männer getroffen, die auf diese Weise bereits 40 Frauen geehelicht hatten. Neulich erlebte ich außerdem ein großes Hochzeitsfest in einem Dorf vor Aleppo. Über 100 Personen waren gegenwärtig. Nach dem Abendessen ging die Gesellschaft für Musik und Tanz hinaus aufs Felde. Die Instrumente waren eine Art Klarinett, ein Dudelsack und eine Pfeife. Jeder nahm seinen Nachbarn bei der Hand und wir tanzten bis in die Morgenstunden in weitem Kreise um die Musikanten. Ich sende euch die Noten des Liedes. So könnt ihr es zu Hause auf dem Klavier nachspielen und meiner gedenken. Möge das gute Glück euch stets begleiten und Gottes Vorsehung euren teuren Sohn einst wieder in eure Arme zurückführen. Leila Prager zeigt uns, wie sie heute über Beduinen forscht und nimmt uns mit an ein Beduinenfestival. Hier betreibt sie ihre ethnologische Feldarbeit. Heute findet man Beduinen kaum mehr als Nomaden in der Wüste. An Festival wie diesen kann man die reiche Kultur aber noch erahnen. Prager muss sich nicht mehr verkleiden, um mit den Menschen in Kontakt zu treten. Wow,
Deren Vertrauen zu gewinnen sei aber noch genauso schwierig wie zu Burkhards Zeiten. Klar ist, dass um lange Zeit mit Beduinen zu leben, muss man natürlich die Kultur kennenlernen, weil es gibt diese Regeln, dass man 3 Tage ist man willkommen und danach sollte man gehen. Das heißt, wenn er tatsächlich mehr als 3 Tage bei bestimmten Gruppen geblieben ist, dann heißt das, dass er zumindest sich so angepasst hat, dass sie ihn als einen ihrer eigenen Gruppe wahrgenommen haben und akzeptiert haben, weil er sich einfach dieser Kultur angepasst hat und auch wertgeschätzt hat. Johann Ludwig Burkhardt, der immer mehr zu Scheich Ibrahim wird, findet einen Zugang zu den Beduinen wie nur wenige Außenstehende. Was er aufzeichnet, wird nirgends sonst zu jener Zeit verschriftlicht. Burkhardt ist sicherlich eine Person, die so gut geforscht hat, dass sie heute noch relevant ist für Forscher im Nahen Mittel- und Osten, sei es Islamwissenschaftler, Orientalisten, für Ethnologen. Und ich kenne auch keine anderen Ethnologen, die irgendwie in Syrien gearbeitet haben oder bei Beduinen insgesamt, die nicht Burkhardt gelesen haben. Natürlich haben sie auch noch andere Orientalisten gelesen, wie Niebuhr und so weiter. Aber bei Burkhardt ist sich jeder einig, der zu Beduinen arbeitet, dass man ihn gelesen haben sollte. Wir halten fest, der Kaufmannssohn aus Basel wird zu einem wichtigen Ethnologen. Doch sein Ehrgeiz treibt ihn an, ein Entdecker nicht nur im Kleinen zu sein, sondern auch im ganz Großen. Schon bald sollte er sein Ziel erreichen. Nach 3 Jahren Aleppo und Umgebung wird es Zeit aufzubrechen. In Kairo will er sich der Karawane anschließen, die ihn ins Innere Afrikas bringen soll. Doch Scheich Ibrahim macht einen Umweg. Er will die antike Stadt Petra entdecken, deren genaue Lage seit mehr als 1000 Jahren in Vergessenheit geraten ist. Die Wiederentdeckung Petras wäre eine Sensation. Amman, die Hauptstadt von Jordanien. Uli Bellwald ist Archäologe, ein Schweizer wie Burkhardt. Seit Anfang der 90er Jahre gräbt er in Jordanien, wo er sich seither niedergelassen hat. Mit ihm fahren wir von Amman nach Petra. Hier muss auch Scheich Ibrahim vorbeigekommen sein. Das ist einfach seiner Natur gelegen. Es lag in seiner Natur, egal wo er vorbeikam, seinem Entdeckerdrang nachzugeben und zu schauen, ob diese Orte wirklich zu finden sind. All seine Reisen hier waren ja eigentlich Abhärtung für sein großes Afrika-Abenteuer. Gewissermaßen war das alles noch Trainingsphase. Das ist alles, wenn du so willst, noch Trainingsphase gewesen. Es ist sicher ein wenig dieses romantische Atlantis-Gefühl, dass es hier eine sagenhafte Stadt gibt, die in der Antike bedeutend war. Und über die man durch antike Dichter viel wusste. Man wusste, dass es dieses Petra gab. Aber niemand in Europa wusste, wo es liegt. Für uns ist es eine gemütliche 2-Stunden-Fahrt. Ganz anders für den Scheich auf seinem Fußmarsch in brütender Hitze. Er muss höllisch aufpassen, wem er sich anvertraut. Am 22. August 1812 kommt Scheich Ibrahim hier vorbei. Damals ist alles verwachsen. Einen Pfad zu finden, schwierig. Er kann sich auch nicht sicher sein, ob er tatsächlich auf dem richtigen Weg ist. Beste Eltern, ich habe einen langen Fußmarsch hinter mir. Zusammen mit einigen Beduinen zog ich über Nazareth und Amman entlang grüner Flüsse und über steile Gebirgsketten in ein Tal aus rotem Sandstein, in dessen Nähe ich die verlorene Wüstenstadt Petra vermutete. Alles in mir drängte danach, sie zu sehen. Doch wie sollte ich meinen Begleitern erklären, dass ich eine aus ihrer Sicht heidnische Stätte suchen wollte, ohne dass sie Verdacht schöpften? Ich erinnerte mich, dass oberhalb Petras das Grab des Aarons, des Bruders von Moses, liegen sollte. Der gilt auch bei den Muselmännern als Prophet.
Ich gab also vor, ganz nach islamischem Brauch, an dem heiligen Grab ein Opfer bringen zu wollen, für die sichere Weiterreise. Diesem Wunsch gaben die Beduinen statt. Und so kam ich in die einstige Hauptstadt des steinigen Arabiens, die noch kein Europäer vor mir betreten hatte. Und das ist jetzt dieser Abschnitt, den Burkhardt beschreibt, wo man den Himmel nicht mehr sieht, die engste Stelle. Uli Bellwald und sein Team haben die 1,5 Kilometer lange Felsschlucht vor 20 Jahren freigelegt. So haben die Touristen einen komfortablen Zugang zu einer der größten Sehenswürdigkeiten im Nahen und Mittleren Osten. Uli Bellwald ist schon hunderte Male hier durchgeschritten. Für uns ist es eine Premiere. Scheich Ibrahim zweifelt nicht, dass er Petra wiederentdeckt hat. Zeit, den Triumph zu genießen, bleibt ihm keine. Er wusste ja nie, in welche Gefahr er sich begibt. Die Beduinen, die damals in der Region lebten, achteten eifersüchtig darauf, dass ihnen ja niemand etwas wegnimmt. Sie glaubten, dass Petra das Schatzversteck der großen ägyptischen Pharaonen sei. Und hier immense Schätze versteckt seien. Und weil Burkhardt so viel wusste und begann mit Fußmaß alles zu vermessen und im Geheimen zu zeichnen, da wurden sie natürlich argwöhnisch. Das muss für ihn nicht gerade sehr angenehm gewesen sein. Nur wenige Jahre nach Scheich Ibrahim kommen die ersten Archäologen in Petra an. Seither ist der Strom der Forscher nie wieder abgerissen. Heute weiß man, dass zur Hochblüte der nabatäischen Kultur etwa 40.000 Menschen hier lebten. Schätzungen zufolge sind aber erst 20% von Petra freigelegt. Johann Ludwig Burkhardt alias Scheich Ibrahim gilt in Jordanien als Nationalheld und als Begründer des Tourismus. Die Königin höchstpersönlich zeichnet ihn posthum 1991 mit einer Ehrenmedaille aus. Wenn ich hier mit Kollegen spreche, ist es völlig selbstverständlich, dass man Scheich Ibrahim als denjenigen betrachtet, der Jordanien mit der Entdeckung von Petra auf die Weltkarte gebracht hat. Erstaunlich, was Scheich Ibrahim hier losgetreten hat. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass er gerade mal einen Tag und eine Nacht hier verbringt. Unsere Karawane zog weiter. Die Reise wurde beschwerlich. Verheerende Wüstenstürme in Negev hielten uns auf und in 10 strammen Tagesmärschen kamen wir an kaum einer Quelle vorbei, die nicht nach Salz und Schwefel schmeckte. Gute Mutter, du wirst dich wundern, was mir in diesen Tagen Kraft gab. Vor ein paar Jahren schicktest du mir doch eine Krawatte, in die du mit deinem Haar meine Initialen sticktest. Ich habe diese Stickerei ausgeschnitten und trage sie in einem Amulette an meinem Herzen. So hast du mich begleitet durch den öden Sand und ich erreichte sicher Kairo. Ihr könnt euch denken, welche Dankbarkeit ich gespürt habe beim Anblick der Türme am Horizont. Mein Körper ist erschöpft, doch mein froher Mut verlässt mich nicht. Lebt wohl, meine lieben Eltern. Möge mich euer Segen immer begleiten. Am 4. September 1812 kommt Scheich Ibrahim in Kairo an, dem eigentlichen Forschungsauftrag nahe. Mit der Fesan-Karawane will er von hier ins Innere Afrikas nach Timbuktu ziehen. Aber die Karawane bleibt wegen einer Epidemie aus. In diesem Quartier mietet er sich ein kleines Häuschen, informiert die African Association
und nutzt die Wartezeit für die Niederschrift seiner Berichte. Zum Beispiel der Entdeckung von Petra und seinen Expeditionen durch das Heilige Land. Später wird daraus das Buch Travels in Syria and the Holy Land. Burkhards Schriften sind bis heute Gegenstand der Forschung. Deshalb verlassen wir kurz unseren Helden und reisen zurück nach Basel. Hier treffen sich Wissenschaftler aus der ganzen Welt, um über den Sohn der Stadt zu diskutieren. Je mehr wir über die Lebensgeschichte des Johann Ludwig Burkhard alias Scheich Ibrahim erfahren, desto weniger erstaunt uns, wie stark die Figur noch heute fasziniert und inspiriert. Das Faszinierende ist natürlich, dass Burkhard zu einer Zeit unterwegs war, in der das Reisen in dieser Region wirklich noch sehr schwierig war. Es erfordert eine große Bereitschaft, sich mit schwierigen Situationen auseinanderzusetzen. Es ist letztendlich tatsächlich noch eine Art von heroischer Akt. Und es setzt auch voraus, dass eine Art von Landes- und Sprachkenntnis erworben wird, die selbst für heutige Verhältnisse sehr schwierig ist zu erwerben. Man merkt jetzt, welch spannende Figur er gewesen ist, weil er eben auch diesen objektiven Blick hatte, diesen beobachtenden Blick und so genau berichtet hat. Zudem sind seine Werke einfach auch wahnsinnig schön zu lesen. Wahnsinnig schön zum Lesen sind. Ich glaube, er hatte einen ungeheuren Wissenshunger. Also er hat zum Beispiel, er reist dann ins Sinai-Kloster, ins Katharinenkloster und sagt, er hat 2 Tage Ruhe. Und 2 Tage Urlaub oder Ruhe, das bedeutet für ihn, er schaut sich 70 Manuskripte an, er schreibt einen, ich glaube, 20-seitigen Bericht über das Katharinenkloster. Also jemand, der mit unglaublichem Wissenshunger, aber auch mit einer sehr differenzierten Art sich mit den Inhalten befasst. Also ich denke, da kommen wirklich sehr viele gute Eigenschaften und eine sehr, sehr hohe Intelligenz zusammen. Nein, Scheich Ibrahim scheint tatsächlich nie müde zu werden. Statt in Kairo zu warten, reist der Nil aufwärts. Er will weiter als alle bisherigen Forscher Richtung Süden vordringen. An manchen Stellen sieht das Nilufer heute noch so aus, wie Scheich Ibrahim es gesehen haben muss. An manchen aber auch ganz anders. Der Assuan-Staudamm hat in den 60er Jahren aus dem oberen Flusslauf den riesigen Nassersee gebildet und unzählige altägyptische Kulturschätze für immer versinken lassen. Einige wurden gerettet, zum Beispiel die Tempel von Abu Simbel, die 2. große Entdeckung von Scheich Ibrahim. Beste Eltern. Da die ersehnte Karawane in das Innere Afrikas auf sich warten ließ, erkundete ich das südliche Ägypten, Nubien genannt. Ich ritt in Begleitung eines Landeskundigen Nil aufwärts. Tagelang verfolgten wir gemeinsam den Lauf des Flusses und ich fand in dem Führer bald einen guten Freund. Als wir in die Nähe der Ruinenstadt Abu Simbel kamen, respektierte er meinen Wunsch, alleine zu sein. So konnte ich in aller Ruhe Skizzen des Tempels der Nefertari machen. Ich muss gestehen, dass ich zuerst etwas enttäuscht war, wirkte doch das Bauwerk weniger imposant, als ich es mir vorgestellt hatte. Doch als ich mich auf dem Rückweg noch einmal umdrehte, machte ich eine atemberaubende Entdeckung. Aus einer Sanddüne sah ich die fast völlig verschütteten Häupter von 4 Kolossalstatuen ragen. Den einen erkannte ich als Ramses den Großen, dargestellt als junger Mann auf der Höhe seiner Macht. Wie gerne hätte ich die Statuen aus dem Sand ausgegraben. Doch was sollte ich allein schon ausrichten? Ausgegraben haben sie dann andere, aber im Auftrag von Burkhard. Der große Tempel zu Ehren von Ramses II. Links. Der kleinere auf der rechten Seite ist derjenige für Ramses Gemahlin Nefertari. Der war damals schon bekannt, weshalb Burkhard das Gelände überhaupt besucht hat. Damals wie heute wachen Einheimische über den Zugang zu den Heiligtümern.
Susan Bickel leitet seit Jahren Ausgrabungen in Ägypten. Sie kann für uns diese Entdeckung einordnen. Er war sich schon bewusst, dass er hier etwas sieht, das vor ihm noch kein Europäer gesehen hatte. Das Interesse in Europa an Ägypten war ja im frühen 19. Jahrhundert riesig. Er konnte das dann sozusagen verkaufen und seinen Geldgebern, der African Association, mitteilen, dass er hier einen außergewöhnlichen Tempel entdeckt hat. Ihm war klar bewusst, das ist etwas Großes und zwischen diesen Statuen muss es einen Eingang geben. Burkhard interessiert sich mehr für Menschen als für Steine. Doch für Abu Simbel findet er geradezu überschwängliche Worte. Kein Wunder. Wir erachten diese beiden Tempel heute als eines der wichtigsten Bauwerke der pharaonischen Zeit. Darum wurde auch der große Aufwand betrieben, die Tempel vor dem Wasser des Nassersees zu retten und zu versetzen. Die Tempel wurden in den 1960er Jahren auseinandergesägt und dann gut 60 Meter Höhe wieder zusammengesetzt. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man die Fugen. So wie wir den Tempel jetzt sehen, musste er zersägt werden, um ihn stückweise vom ursprünglichen Standort hierher zu bringen. Wenn man genau hinschaut, sieht man die Fugen an gewissen Stellen, wo er wieder zusammengesetzt worden ist. Diese Umsiedlung ist ganz klar ein zweites technisches Meisterwerk. Und sie steht für den Anfang des Weltkulturerbe-Gedankens. Reist man im Jahre 2018 auf den Spuren von Scheich Ibrahim, kann man sich die Strapazen und Gefahren kaum vorstellen, denen er sich aussetzt. Indes zu jener Zeit ist er schon abgehärtet, seine Verwandlung fast perfekt. Aber eben nur fast, wie eine Anekdote zeigt, die so nur einem Fremden passieren kann. Kurz nach der Entdeckung von Abu Simbel ist Scheich Ibrahim hier vorbeigekommen. Genau wie wir. Viele Reisende der damaligen Zeit lassen sich einen Besuch der Tempelanlage von Philae nicht entgehen. Ganz so friedlich und entspannt wie wir erlebt Scheich Ibrahim die Überfahrt nicht. Auf dem Rückweg von Abu Simbel wollte ich kurz vor Aswan die berühmte Insel Philae besichtigen. Die Bewohner dort witterten gleich ein Geschäft. Kaum war ich am Nilufer, stand ein Dutzend Menschen um mich und verlangte einen Fuhrlohn von 6 Piastern, um mich auf die Insel zu bringen. Ich war entschlossen, mir von diesen Erpressern nichts abnehmen zu lassen und bot einen Piaster. Als sie ablehnten, gab ich meinem Führer meine Kleider, steckte mein Tagebuch in meine Turban und schwamm hinüber. Ihr hättet ihre Gesichter sehen sollen. Kaum war ich an Land gegangen, kam mir ein Boot nach und die Leute waren später froh, dass sie für die Rückfahrt einen Piaster bekamen. Lebt nun wohl, werte Eltern. In treuer Liebe, euer Johann Ludwig. Eine kleine, aber sehr bezeichnende Geschichte. Man muss sich das ja immer vorstellen. Ihm ist Geld aus England geschickt worden und damit musste er für eine unbestimmte Zeit auskommen. Ich finde es schwierig, sich das heute vorzustellen, wie man dann so lange haushalten musste. Er muss offensichtlich ein sehr sparsamer Mensch gewesen sein. Das sieht man ja auch in seinen Berichten. Er lebt von Brot und wirklich von sehr wenig. Zudem hatte er auch seinen Stolz. Er wollte dazugehören, integriert sein. Und deshalb konnte er es nicht zulassen, übers Ohr gehauen zu werden. Und dann, völlig unerwartet, haben auch wir unseren Scheich-Moment.
Der Bootsführer verlangt plötzlich ein paar Pfund mehr als ausgemacht. Unser ägyptischer Guide muss sich richtig ins Zeug legen. Er bleibt, wie Scheich Ibrahim, hart. Der Bootsführer gibt nach. Alles bestens. Schön, diese Kapitelle. Das sind unglaublich, diese Kapitelle. Und da die unfertigen. Da sieht man auch die verschiedenen Stadien. Liest man Burckhardts Buch Reisen in Nubien, erwähnt er die beeindruckende Tempelanlage von Philae bloß in einem Nebensatz. Auch das typisch Scheich Ibrahim. Er sagt es explizit, über Philae schreibe ich nichts. Das hätte die sogenannte Description de l'Égypte, also das große von Napoleon initiierte Projekt, schon gemacht. Es ist ja auch lustig zu denken, es gibt eine Beschreibung von Philae, also braucht es keine zweite. Heute würde man mehr und tiefer forschen, nach anderem suchen. Heute würde man nicht sagen, weil es eine Beschreibung gibt, reicht das. Für ihn ist das entdeckt und abgehakt. Dazu muss ich jetzt nichts schreiben. Eindrücklich, wie die Tempel von Philae von bewegter Geschichte erzählen. Nach den Ägyptern haben Muslime, Juden und Christen hier ihre Spuren hinterlassen. Für uns ein idealer Ort, um die Gretchenfrage zu stellen, die bis heute heiß diskutiert wird. Ist er nun wirklich zum Islam übergetreten oder war alles nur Tarnung bis zum Schluss? Oder anders gefragt, wie lange trägt man ein muslimisches Gewand, bis man sich als Muslim fühlt? Er gibt nirgends preis, was er wirklich glaubt, was seine innere Motivation ist. Was aber ganz klar ist, er ist voll integriert. Er lebt, wie ein Muslim hier lebt. Er macht seine täglichen Gebete, er nimmt am Schlachtopfer teil. Er ist voll integriert im Habitus, in der Lebensweise eines Muslims. Von einem Muslim, wo da lebt. Ja, also die Frage stellt sich natürlich immer uns, wir sind da sehr daran interessiert, also war er Muslim, war er kein Muslim, aber vermutlich ist die Frage eine falsche. Formal natürlich ist Burckhardt zum Islam konvertiert, das würde auch gar keiner in Frage stellen, sonst hätte er sich in vielen Teilen der arabischen Welt nicht bewegen können, vor allem nicht in den heiligen Städten, Mekka und Medina, sondern die Frage ist er vom Herzen her konvertiert? Und meine Einschätzung wäre, dass er das nicht gemacht hat. In gewissen Diskussionen, wo man den Ausdruck sagt, ja, nein, er ist eben nicht wirklich. In gewissen Diskussionen heißt es, nein, nein, er ist nicht wirklich zum Islam übergetreten. Da scheint mir diese christliche Angst durchzudringen, dieses, er ist doch noch einer von uns. Er ist nicht wirklich übergetreten. Das klingt immer noch nach. Jedenfalls bei seinen Zeitgenossen ist das ein starkes Motiv. Für uns heute ist es natürlich interessant, weil die Frage des Verhältnisses von Christentum zum Islam natürlich eine wahnsinnig wichtige und bedeutsame ist. Zu gerne wüssten wir, was er über diese Diskussion denkt und vor allem, was er wirklich gefühlt hat. Tatsache ist, dass er die wichtigsten Städte des Islam besucht und sie als erster Europäer genau beschreibt, Mekka und Medina. Ob aus tiefstem religiösen Empfinden oder aus ethnologischer Entdeckerlust, es wird für immer sein Geheimnis bleiben. Liebe Eltern, mit dem Ziel, nach muslimischer Tradition nach Mekka zu pilgern, machte ich mich vor über einem Jahr auf den Weg nach Arabien. Meine Reise führte mich durch die nubische Wüste und über das Rote Meer bis nach Taif, wo ich das Ramadan-Fest feierte und den Pascha von Ägypten traf, der mich freundlichst aufnahm. Er ist jedoch ein aufmerksamer Beobachter und meine Verbindung zu England war ihm nicht verborgen geblieben. Ich befürchtete schon das Schlimmste, doch der Pascha gewährte mir eine Chance. Von zwei Gelehrten ließ er meine Korankenntnisse prüfen. Und stellt euch vor, die beiden waren danach der vollkommenen Überzeugung, dass ich nicht nur ein Gläubiger bin, sondern sogar ein sehr gelehrter Muselmann. Ich durfte also die Hadsch nach Mekka antreten, zum Heiligtum der Muslime. Die Kaaba, ein massives Haus aus Stein, ist in einen schwarzen Stoff gehüllt und steht in der Mitte eines freien Raumes, um den herum eine Moschee gebaut wurde. Die Pilger ziehen betend in weiten Kreisen oft in 20 Reihen nebeneinander um die heilige Stätte.
Ich schloss mich ihnen an und zählte dabei jeden einzelnen Schritt, um exaktes Maß zu nehmen von den Dimensionen des Platzes. Nur dreimal im Jahr wird die Kaaba geöffnet. Eine unermessliche Menge an Menschen drängt dann hinein. Ich war unter ihnen. Im Inneren ist es so finster, dass einige Zeit nötig ist, ehe man etwas sehen kann. Es besteht aus einem einzigen Raum. Leider konnte ich nicht länger als 5 Minuten weilen, denn es war so heiß, dass ich beinahe ohnmächtig wurde. Überhaupt scheinen die arabische Hitze und das schlechte Wasser meinen Körper geschwächt zu haben, und so wurde ich anfällig für Erkrankungen. Die rote Ruhr befiel mich und ein Fieber fesselte mich monatelang ins Bett. Sobald ich die Bewegung eines Kamels ertragen konnte, machte ich mich auf den Weg zurück nach Kairo. Dort langte ich vor wenigen Tagen glücklich, aber noch immer geschwächt an. Ich hoffe, die gute Luft von Ägypten und die hiesigen Ärzte werden mich in kurzer Zeit wiederherstellen, sodass ich in den nächsten Monaten meine Reise ins Innere Afrikas antreten kann. Und danach endlich wieder zu euch, nach den glücklichen Ufern Europas zurückkehren zu können. Gehabt euch wohl, euer euch zeitlebens liebender Sohn. Zurück in Kairo kommt Scheich Ibrahim wieder zu Kräften. Doch die Karawane nach Timbuktu lässt weiter auf sich warten. Er tut, was er immer tut: weiter arbeiten. Doch Anfang Oktober 1817 erkrankt er an einer Fischvergiftung. Nichts hilft. Am 15. Oktober stirbt Johann Ludwig Burckhardt alias Scheich Ibrahim, kurz vor seinem 33. Geburtstag. Er wird nach islamischem Ritus beigesetzt. So hatte er es in seinem Testament verfügt. Das Grab befindet sich auf einem Friedhof außerhalb der alten Stadtmauern von Kairo. Man hatte uns gewarnt, es sei gefährlich. Hier treibe sich Gesindel herum. Also machen wir uns auf in aller Herrgottsfrühe mit unserem Guide Mahmoud. Was dann folgt, ist alles andere als gefährlich. Es ist im Gegenteil in einem Ausmaß überraschend und berührend, wie wir es nicht für möglich gehalten hätten. Die Familie, die das Grab bewacht, erwartet uns schon. Er ist jetzt der Wächter und das ist seine Tochter. Ja, und das ist der Mann von seiner Tochter und das ist ein Nachbar, der auch viele Gräber hier kennt, auch alte. Die eigentliche Wächterin ist Nagla Desuki. Sie führt uns zum Grab. Auf diesem Friedhof sind gut 50.000 Menschen begraben, darunter mehr als 1.000 Heilige, wie man uns erklärt. Für Frau Desuki steht außer Zweifel, wer der wichtigste Heilige ist. Das Grab des Mannes aus der fernen Schweiz erhalte regelmäßig Besuch, sagt die Grabwächterin. Noch bevor sie von der Lebensgeschichte von Scheich Ibrahim und von seinen Entdeckungen erfuhr, hätte sie eine besondere Kraft gespürt, die von ihm ausgeht. Wir lieben Scheich Ibrahim. Mir selber gibt er ein Gefühl von Zufriedenheit und Frieden. Bei ihm am Grab fühle ich mich am wohlsten. Jeden Donnerstag und Freitag besuche ich ihn und bitte für ihn um die Gnade Gottes. Wenn es mir nicht so gut geht, komme ich hierher. Er ist ein Heiliger. Ja, sie sagt, es gibt diese Verbindung zwischen ihr und Scheich Ibrahim. Vor ein paar Jahren hat mir ein Ehepaar diesen Stein gebracht und erzählt,
dass dieser Stein von einer Stätte in Jordanien stammt, welche Scheich Ibrahim entdeckt hat. Sie haben mir den Stein als Erinnerung an seine Entdeckung überlassen. Johann Ludwig Burkhardt, in Basel aufgewachsen und als Scheich Ibrahim in Kairo gestorben. Seinen eigentlichen Auftrag konnte er nicht erfüllen. Doch sein Vermächtnis ist groß. Gläubige aller Religionen und Atheisten besuchen bis heute sein Grab. Er war ein großer Vermittler zwischen den Kulturen und Religionen. Menschen wie ihn könnte die Welt heute gut gebrauchen.